AMDs neue Grafikkartengeneration könnte Nvidia gefährlich werden. Halo Infinite verliert schon den zweiten Game Director und CD Projekt äußert sich nochmal zur Cyberpunk-Verschiebung. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. AMD hat seine neuen Grafikkarten der RX 6000 Generation vorgestellt, besser bekannt als Big Navi. Das große Flaggschiff ist da, die Radeon RX 6900 XT für $999 und die soll AMD zufolge sogar das Nvidia Flaggschiff der RTX 3090 übertreffen, also schneller als die sein. Außerdem wurde vorgestellt die RX 6800 XT für $649. Die liegt laut AMD gleich auf mit Nvidias GeForce RTX 3080. Bisher kommen diese Zahlen zu beiden Karten aber von AMD. Das heißt, wir müssen nochmal abwarten, bis da unabhängige Benchmarks kommen, aber zumindest schon mal eine Ansage von AMD. Die wichtigste Neuerung von Big Navi ist, dass da doppelt so viele Rechenkerne drauf sind wie noch bei Navi 10. Die RX 6800 und RX 6800 XT gibt es schon ab dem 18. November. Das Flaggschiff, die RX 6900 XT, ist dann ab dem 8. Dezember verfügbar. Mehr Infos und detaillierte Benchmarks lest ihr auf GameStar.de. Die Entwicklung von Halo Infinite geht turbulent weiter, denn nach der Verschiebung auf 2021 verliert das Spiel jetzt schon den inzwischen zweiten Game Director. Chris Lee hat das Projekt verlassen, das berichtet das Magazin Bloomberg, bleibt aber trotzdem weiterhin beim Entwickler 343 angestellt, aber eben nicht mehr als Teil des Halo Infinite Teams. Er ist wie gesagt schon der zweite Game Director, der gegangen ist, denn vor einiger Zeit hatte schon Tim Longo das Projekt verlassen und auch die Lead Producerin Mary Olson ist 2019 gegangen. Halo Infinite wurde diesen Sommer bei einem Xbox-Showcase der Öffentlichkeit vorgestellt, hat da aber eher durchwachsenes Fan-Feedback bekommen und ist daraufhin auf 2021 verschoben worden. Den genauen Termin wissen wir momentan aber noch nicht. Der Geschäftsführer von CD Projekt Adam Kicinski hat sich in einer Investorenkonferenz nochmal zur Verschiebung von Cyberpunk 2077 geäußert. Dort sagt er, dass die Arbeiten, die diese Verschiebung jetzt nötig gemacht haben, die Optimierungen an der Current-Gen-Version sind. Die kosten also mehr Zeit, PlayStation 4 und Xbox One zu optimieren, dass das Spiel auf diesen Plattformen gut läuft. Die Mitarbeiter wurden angeblich wegen polnischem Börsenrecht nicht vorgewarnt. Darüber hatten wir ja gestern berichtet, dass die Belegschaft zeitgleich mit der Öffentlichkeit von der Verschiebung erfahren hat. Es gab also nur einen kleinen Teil Auserwählter innerhalb des Unternehmens, die im Vorfeld davon Bescheid wussten. Kicinski zufolge, wie gesagt, wegen polnischen Börsenregularien. Auch zum Thema Überstunden und Crunch spricht Kicinski und spielt die Situation ziemlich runter. Er behauptet nämlich, das Ganze sei nicht so schlimm, es würden nur noch Mitarbeiter in der Qualitätssicherung und bei den Engineers länger arbeiten müssen, die anderen hätten ihre Aufgaben größtenteils abgeschlossen. Gestern hatten wir davon berichtet, dass einzelne Mitarbeiter bei CD Projekt Red 100-Stunden-Wochen hatten. Der neue Release-Termin für Cyberpunk 2077 nach der jüngsten Verschiebung ist jetzt der 10. Dezember. Die Schwierigkeiten im Kinomarkt durch die Corona-Pandemie treffen jetzt auch Tomb Raider 2. Denn die Spieleverfilmungsfortsetzung mit Alicia Vikander in der Hauptrolle wurde jetzt vom Verleiher MGM auf unbestimmte Zeit verschoben. Das berichtet das Magazin The Wrap. Ursprünglich war geplant, dass der Film im März 2021 in die Kinos kommen soll, aber schon die Dreharbeiten konnten nicht termingerecht durchgeführt werden. Das heißt, es heißt jetzt erstmal abwarten, wie es mit diesem Film weitergeht. Dass es einen zweiten Teil geben sollte, hatte man nach dem Kassenerfolg von Teil 1 2018 schon beschlossen. Für die Regie wurde damals Ben Wheatley ausgewählt. No Man's Sky bekommt ein großes Update für die Next-Gen-Konsolen und das heißt, passend zu Star Trek und der neuen Konsolengeneration, No Man's Sky Next Generation.
Dieses Update gibt es dann für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S und bringt Grafik in 4K bei 60 FPS mit deutlich mehr Details auf der Planetenoberfläche. Außerdem ist der Multiplayer jetzt für bis zu 32 Spieler gleichzeitig ausgelegt und auch der Basenbau wird komplexer. Zudem werden auch der DualSense Controller auf der PS5 und PlayStation VR unterstützt. Es gibt außerdem Crossplay mit allen Systemen. Dieses Update erscheint zum Launch der neuen Konsolen und außerdem auch dann für PC-Spieler kostenlos. Nach Destruction All-Stars gibt es jetzt schon die zweite Info zu einem PlayStation Plus-Spiel für die PlayStation 5 und das ist Bugsnax. Das durchgedrehte S-Tiere-Spiel wird also direkt zum Launch der PlayStation 5 in PS Plus enthalten sein und das länger als üblich, denn nicht nur für einen Monat, sondern bis zum 5. Januar kann man sich dann Bugsnax auf der PS5 kostenlos runterladen. Für PS4-Spieler gibt es diesen Monat außerdem Mittelerde Schatten des Krieges und Hollow Knight. My invitation is open! Come join me on the island of Bugsnax. Zu guter Letzt noch etwas Werbung in eigener Sache, denn heute ab 20 Uhr gibt es bei uns hier auf dem YouTube-Kanal und auf Max bei Twitch eine Watch-Party zur neuen Sky-Horror-Serie Hausen. Da schauen Ann-Kathrin und Marco zusammen mit dem Regisseur und den Schauspielerinnen und Schauspielern der Serie die erste Folge an und ihr könnt euch jetzt schon darauf vorbereiten, denn ihr könnt ab sofort die erste Folge von Hausen komplett kostenlos und ohne Anmeldung anschauen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr unter dem Link in der Videobeschreibung. Das war's schon wieder mit den News für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal am besten auch mit der Glocke, wenn euch das hier gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Schaut außerdem gerne unsere anderen Videos. Ich habe für euch eine Vorschau zu Demon's Souls auf der PlayStation 5 in 4K gemacht und außerdem hat der Jonas ein Video zu den besten Launch-Spielen aller Zeiten für euch gemacht. Morgen gibt's wieder die News, dann mit meiner Kollegin Natascha. Bis dahin, weiterspielen.